Bunt, fröhlich und optimistisch. Der Luisenblock, Sitz des Deutschen Bundestags, besticht äußerlich durch seine bunte Fassadenbekleidung. Innerlich sind es vor allem die nachhaltigen, flexiblen Holzmodule, die dem Bau seine Attraktivität verleihen. Die farbenfrohe Fassade setzt auffallende Akzente. Daran ist klar die Handschrift der Architekten Sauerbruch-Hatten erkennbar. Sie sind für ihr Spiel mit Farbe bekannt und entschieden sich bei der Umsetzung nicht zum ersten Mal für den österreichischen Glasbearbeiter Glas Marte. Für die Fassade des Luisenblocks fertigte das Unternehmen 1300 farbige Flachglasscheiben mit individuellem Siebdruckmuster. Sorgfältig wurden die verschiedenen Farbtöne ausgewählt. Sie stehen für die Vielfalt der Individuen einer Demokratie. Entstanden ist eine ausgewogene Farbkomposition, die eine gewisse Leichtigkeit ausstrahlt. Wohl durchdacht ist auch die Atriumsfassade mit ihren Beschattungslamellen. Dank entsprechender Neigung werfen sie keinen Schlagschatten. Nicht minder beeindruckend ist der am Dach aufgesetzte Technikraum. Dessen vorgehängte, flächenbündige Ganzglasfassade wird von einem speziellen Randverbundhalter gehalten. Zu sehen ist nichts als Glas. Mehr auf glasmarte.at.